Bevor wir mit unseren Gemeinheiten in Spa loslegen, noch schnell der Blick in den McLaren-Rückspiegel. Vergangenen Montag stappte Hauer Häkkinen unter Tage. Bescheiden wie immer begrüßte er seine Kumpels Ewald und Hugo. Nach 10 Stunden schwerster Maloche dann war ihm die Knechtschaft des finnisch-deutschen Kohleabbaus ins Gesicht geschrieben. Fast wie nach einem Formel-1-Tag. Trotzdem ist uns der Sinn des Ganzen nicht so richtig deutlich geworden. Hat man bei Mercedes Stuttgart mit Gelsenkirchen verwechselt oder sucht man hier neue Kunden für die A-Klasse? Egal, wir sind wieder grausam und geben für harten Untertageabbau von schlaffen Formel-1-Juppies ein Schalke-Geschmettertes.